Hey YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 20 Community Server. Es geht weiter hier. Ne, ich will euch kurz zeigen. Oh, da ist natürlich alles leer. Ich will euch kurz zeigen, was sich hier so getan hat. Servus, grüß dich. Pass auf, wir haben ein paar Mods, okay? Wir haben ein paar Mods. Ja, man sieht zum Beispiel ein größeres Inventar haben wir, dann haben wir die Stack-Ding erhöht. Das heißt, wir können jetzt viel mehr stacken. Hier Munition 1500. Finde ich richtig gut. Weil ich war schon so ultra voll, weil ich nur am Looten bin. Und irgendwie. Ich hatte einfach keinen Platz mehr in der Base, oder? Das ist einfach heftig. Jetzt ist das geil. Jetzt haben wir so ein Stack-Ding eben. Wenn wir da verkaufen, wir mal kurz ein bisschen. Gut. Dann müssen wir schauen. Der Trader müsste ja eigentlich rein theoretisch ein paar Sachen für mich haben. Neue. Aber ich weiß nicht, ob er die hat. Na, er hat. Moment mal, wo könnten das sein? Na, gucken wir mal hier nach. Na, er hat die nicht. Ach, mies, wir müssen einen anderen Händler suchen. Wir haben da hinten zwar auch einen Händler bei uns, okay, aber irgendwie verschwindet er immer wieder. Jetzt habe ich den schon ein paar Mal platziert und wenn du weit wegfährst, ist er weg. Ich hoffe, ich werde ihn öfters platzieren, weil, ey, anderen Firmen haben wir das ja auch so gemacht. Wir haben den öfters platziert und dann war er da, ne? Ah, wir brauchen jetzt aber einen anderen Händler. Der hat die Sachen, die wir brauchen. Ja gut, unsere Mods, was haben wir denn für Mods? Wir haben andere Fahrzeuge, dann mehr Lichter, also mehr Lampen, die man verwenden kann. Wie das Exit-Schild und so, die auch leuchten. Was haben wir noch? Andere Zombies habe ich jetzt da, habe ich jetzt drauf installiert. Den größeren Rucksack, das erhöhte Stack-Ding. Aber was habe ich noch? Ja, einen Bauernhof mit Helfer und so und Haustieren. Und da wollte ich ja eigentlich jetzt zum Händler gehen und das kaufen. Aber der hat das ja nicht gehabt. Also, da kriegst du Haustiere oder so und keine Ahnung, Leute, die dir helfen. Whatever. Müssen wir gucken, aber. Wo fahre ich denn hin eigentlich? Wo ist denn der nächste Händler jetzt? Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Ich bin da, der Händler ist hier. Unser Händler, der ist hier. Oder das ist unser Händler, der ist so. Aber. Ja, wie gesagt, der verschwindet immer. Der hatte die Cup vorhin, habe ich noch gesehen. Aber dann ist er wieder weg gewesen und dann habe ich jetzt keinen Bock gehabt, den wieder zu spawnen. Das mache ich dann halt später. Njung. Njung, das war blöd. Blöde Idee, blöde Idee. Brudi, bitte, du sag mir, du hast diese Dinge, die ich brauche. Brudi, 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 sag mir, du hast das. Du hast das, was ich brauche. Bitte, bitte, bitte. Ist da was drin? Nein. Bam, bam, bam. Chidi, ich glaube, er verkauft es. Ach, das brauche ich aber. Siehst du? Oh, das brauche ich auch noch. Ja, dieser Flammenwerfer, der ist mies. Der ist richtig mies. Den haben wir auch, aber der ist mies. Ich zeige euch den nochmal. Das ist nämlich ein Fetzen nur. Ich hoffe, das funktioniert und es crasht nicht. Da, was ist das? Also, der ist ultra mies. Pass auf. Ich hau den jetzt kurz dahin. Der verschwindet dann eh. Ja, aber der Händler hat das auch nicht. Wieso? Wieso hat er das nicht? Wieso hat er das nicht? Was ist da hier? Da hat jemand seine Kisten platziert, damit er sie mal gleich verkaufen gehen kann. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, aber jetzt müssen wir zum anderen Händler fahren. Ach Gott. Schauen wir mal, ob unsere Händler da sind. Vorhin waren die weg, aber vielleicht
Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Genrich. Genrich war auch schon ewig lang nicht mehr da. Er hat auch keinen Bock mehr, hier auf den Server zu kommen anscheinend. Obwohl, er hat eine hübsche Base angefangen, aber vielleicht hat er auch keine Zeit, ich weiß nicht. Hier war der Robert früher. Der Robert hat uns aber verlassen. Und da ist jetzt der Manuel eingezogen. Robert war ja schon ewig lang nicht mehr hier und kein Claimblock ist da und Kisten. Also es war einfach alles leer und so und wir denken halt, dass der Robert uns verlassen hat. Keinen Bock mehr hat auf unseren Server. Da wohnt der Only. Ja, da ist das B für Bibino. Da ist die Lara. Und da war unser Händler. Da haben wir gestern am Abend noch schön baut so gemeinsam und ja, haben versucht und versucht. Schaut aber nicht schlecht aus, oder? Kann man lassen, so einen kleinen Händler hier? Das Problem ist, der verschwindet dann dauernd. Das ist halt mies. Muss ich halt neu spawnen. Bin ich halt der Händler. Und ich greife ins Kreativmenü und schaue, was die Leute wollen. Warum ist da kein Geld drin? Na, keine Ahnung. Ich weiß eh, wo der nächste Händler ist. Fahren wir zum nächsten Händler. Hoffentlich hat der das. Ja, hier Buschi und Fackel. LDK ist da hinten. Da ganz hinten ist, glaube ich, John Dick. Bin mir jetzt nicht sicher. Da hat er Only seinen zweiten Bunker oder seine Garage. Aber ich fahre falsch. Ich will zum Händler fahren. Jetzt hänge ich fest. Ah, come on. Jetzt ist das ja wirklich nicht mal lustig. Jo. Warte mal, lass mich gucken. Der Händler war eh. Ja, in die Richtung. Genau. Jetzt gucke ich, wenn der Händler das jetzt nicht verkauft, dann gehen wir ein bisschen looten. Weil ich habe jetzt enorm großes Inventar. Immer ein paar Zombie-Schnitzel und vielleicht finden wir ja die neuen Zombies. Ich habe ein paar Sachen noch installiert. Ein paar Sachen habe ich auch noch vor zum Installieren. Aber einmal habe ich den Server gecrashed damit und da mussten wir ein Backup laden. Das war halt, lag halt ein bisschen zurück. Das ist mies. Aber ich habe daraus gelernt und jetzt mache ich viele, viele Backups. Und bevor ich überhaupt Mods hochlade, mache ich nochmal ein Backup und. Also, was ist denn da los? Ich glaube, hier wohnt die Krisi. Der Krise, die Krise, es tut mir leid. Krise, ja, richtig, Krise. Aber der Händler ist in die Richtung. Was haben wir hier? Eine schwimmende Laterne. Oh Gott. Der Server ist ja optimal. Super guter Server. Oh, ich muss die Weitsicht erhöhen. Das ist echt. Das ist so Farm-Händler, Papa. So, jetzt mal gucken. Mal gucken, mein kleiner Freund. Ich hoffe, du hast den Schritt, den ich brauche. Zum Überleben. Mal schauen, ob da was drin ist. Aha, gleich wieder was verkaufen hier. Ja, dann haben wir einen Ofen, Mikrowelle, alles, was funktioniert, ne? Okay. Was wir mal dazu gesagt haben. Anwerfer. Der hat das ja auch nicht. Ja, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Geilo. Hä, wieso hatten der das auch? Oder hatte das woanders? Hat er das hier? Nee. Wo könnten das sein? Ich glaube, der hat diese Dinge auch nicht. Oh, geil, irgendwo. Oh, ich habe zwei Sachen vollkriegt. Yay!
Na gut, der hat das nicht. Ach Gott, jetzt wollte ich das zeigen. Ich könnte es auch einfach hercheaten, aber darauf habe ich keinen Bock. Hercheaten will ich nicht. Immer noch ein paar Zombies zerstückeln, vielleicht finden wir ja gute Zombies. Die neuen Zombies. Weiß aber nicht, ob die hier spawnen oder eher so in einem etwas schwierigeren Gebiet. Zombie? Keiner hier. Jeden Shit mitnehmen. Einfach nicht schauen, einfach R drücken und einpacken. Ah, siehst du? Da war schon was drin. Warte mal kurz. Das tu mal weg, aber das braucht keiner. Darf was Neues nachkommen? Ja, eine Dose, ja. Geil, Alter. Eine Dose nehme ich mit, Stiefel lasse ich liegen. Unlogisch hoch 10. Wo sind die Zombies? Warum sind hier keine Zombies? Was ist passiert? Zombies! Ja, Mann, jetzt höre ich's. Okay, der Bulle. Bulle nochmal erledigt. Easy peasy. Oder die Knarre ist geil. Feier ich. Kommt's mit, Tronis. Wir haben eine Mission. Wow. Wie sie mich anguckt. What the fuck? Ich treffe sie gar nicht. Was haben die da gemacht? Geilo. Geilo. Bin ich geil, deshalb. Wo sind die Zombies? Aufstehen, Schule gehen, Zock ist hier. Hund! Ups. Aber ich bin schon so stabil und mit der Knarre, oder? Viele Herausforderungen habe ich hier nicht mehr, wisst ihr? Nicht hochgehen. Wow! Ich wollte jetzt. What the fuck? Wo ist sie denn? Da liegt etwas vor. Da ist nie was drin. Nur wenn ich Mischen mache. Aber wenn ich jetzt hier runter. Oho! Ein Geheimnis. Wir haben ein Geheimnis. Den Fahrstuhl im Geheimen. Ach, grün. Oh, schnell nachladen. Nachladen. Den haben wir erledigt. Der Bulle. Easy. Oh, Drohne, jetzt wollte ich dich killen. Oh, da ist der gute Loot. Drei Kürbisse, nehmen wir mit. Essen, essen, essen. Das ist gut. Bisschen Sprit ist auch wichtig. Nehmen wir mit. Wir können sie ja jetzt. Nehmen wir mit. Wir können es. Wir können es. Ich war hier, glaube ich, unten noch nie. Das nehmen wir nicht mit. Nehmen wir mit. Was zum Essen nehmen wir mit. Obwohl, das war mies irgendwie. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, ich bin jetzt schon voll. Ich hätte vielleicht noch ein größeres Inventar nehmen sollen. Achso, hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ja, nehmen wir mit. Ja, absolut voll. Da ist zu. Aha. Oh, jetzt sind sie wach worden. Jetzt sind sie wach worden. Alles gut, alles mit der Ruhe. Ich bin's nur. Oh ja.
Ja, definitiv. Definitiv ihre Wirbelsäule. Ja, gut. Ich könnte es versuchen. Nämlich Chiropraktiker. Ich könnte versuchen, das alles einzurenken. Okay. Das wird aber teuer. Ah, lass mal essen hier. Steine nehme ich doch nicht mit, oder? Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich einen Gebietsblock setze, vielleicht verschwindet dann der Händler nicht. Ist mir gerade nur so kommen. Müssen wir machen. Hier komme ich nicht raus, rein. Exit. Exit steht hier, aber auch Exit. Aber nichts mit Exit. Okay. Aber neue Zombies haben wir halt nicht entdeckt, ha? Traurig. Bisschen Action mal gehabt. Jetzt fahren wir zu unserem Händlerplatz und platzieren den Händler dort mit einem Gebietsblock. Ich hoffe, ich kriege den platziert, weil ich doch ziemlich nah bin an den anderen. Meine Hoffnung ist, dass der Händler bleibt. Ah, komm, da muss ich aber noch reingucken, oder? Also wer da nicht reinguckt, den weiß ich nicht. Da bin ich so. Da muss ich noch mal reingucken, so ein bisschen Platz machen. Davon habe ich nichts Anhänger. Warte mal. Ey, das Buch habe ich noch nicht gelesen. Hoppala. Habe ich? Oh ja, zwei habe ich. Wow, ich habe keine Verbände mit. Riese. Hallo? Hallo, ich bin's. Hallo? Ja, zu Hause? Gewehrdekohle. Ist da? Ja, Mann. Oh, verdammt! Ah, ich wollte das cool machen. Pass auf, ganz cool jetzt. Stehen Sie auf. Bleiben Sie liegen. Wo kommt noch einer? Hinten höre ich dauernd irgendwer. Ich muss nachladen schnell. Ja, da, wusste ich doch, wusste ich doch. Ah, ich muss nachladen, die Rotze. Dronis, haut's doch mal ab hier. Seid mal voll im Weg, aber. Gott. No! Wenn du krieg kurz. Oh, was jetzt? Ah. Jetzt mal gucken. Jetzt mal gucken. Naja, grüne Farbe. Ah, du musst hier raus. Hallo? Also, komisch, konnte nicht E drücken. Haben Sie noch den guten Loot? Der gute Loot. Bushi! Der Bushi ist hier, das habe ich überall daneben geschossen. Ah, der Chef ist auch da. Guten Morgen, guten Morgen. Haben Sie die neuen Berichte für mich, die ich brauche? Sie wissen ja, Sie wissen ja. Zeit ist Geld und ich habe beides nicht. Wow! Ich brauche unbedingt, ich habe das größere Inventar braucht, ganz ehrlich jetzt. Es ist jetzt nicht zu übertrieben, es gibt ja auch noch so 92 Slots oder so. Ich habe eh die kleinere Variante genommen, weil ich wollte es auch nicht zu heftig haben. Wie wir sehen, war ich schon fast voll. Und okay, jetzt geht's aber. Vorhin war ich halt fast voll.
Aber ich habe sie übertrieben. Ich habe auch noch zwei Drohnen, die mir folgen, wo ich Sachen reinkloppen kann. Also. Aha, was ist da oben? Da oben ist doch was, oder? Da hat einer gewusst, wo es lang geht. Aber ganz ehrlich, die Drohnen sind mir ziemlich auf dem Weg. Ach, miese Brise, wenn du zu hoch jumpen kannst, also parkourmäßig voll drauf bist, passieren solche Dinge hier. Der ist leer. Hey, beim Wander, wer looten? Sag einmal, das ist fast kaputt. Ist leer. Gott, das ist ja. Mal so hin. Da ist er hin. Er verschwindet und taucht dann wieder plötzlich auf. Der Boden ist auch schon ziemlich antitscht, hä? Wir schießen zu oft auf den Boden anscheinend. So gut, tja, jetzt hat der Mann keine Steine in Hängern. Oh, da ist die zweite. Okay, alles gut. Oder habe ich Steine, habe ich die Steine aufgesammelt, also eingesammelt, aber im Ding lassen? Na, gell? Ich sehe hier keine Steine. Okay. Warte mal, wir brauchen Steine. Ich muss einen Kiezblock machen. Weiß nicht, ich habe drei, ich habe vier. Fünf ist Maximum. Ist Maximum. Aber ich werde ihn da nicht platzieren können, ganz ehrlich jetzt. Ist mir nicht möglich, hundertprozentig nicht. Aber hier könnte man gleich Steine abbauen, schnell. Oh, das reicht. Ja gut, was wir noch für eine Mod haben, das muss ich noch dazu sagen. Wir haben zum Beispiel, dass die Autos wieder nachspawnen. Da ist aber ganz wichtig, dass man den Ast, der unter dem Auto ist, wenn das Auto weg ist, hat man einen Ast. Den darf man nicht abbauen. Wenn du den abbaust, dann spawnt ein Auto halt nicht mehr nach, ne? Das möchte ich noch. Oh, was mache ich denn? Na, ja, geht nicht. Macht aber nichts. Vielleicht. Er muss ja nur im Rahmen sein, aber der ist nicht mehr, oder? Oh ja. Kurz, bitte warten Sie kurz. Da ist er noch drin, da ist er noch drin. Aber das geht nicht. Nee, das geht nicht. Alles rot. Rot, 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 rot. Nee, nee, gut, das wird nichts mit dem Gebietsblock. Dürr. Dürr. Verdammte Kacke, miese Prise. Das wird. Gut, ich platziere die jetzt trotzdem, okay? Warte mal, ich muss mich richtig gut hinstellen. So. Da wollten wir haben. Wo ist er denn? Hier. Komm runter. Der Junge. Und hier wollte Bibino haben. Wo ist sie denn? Hier. Komm runter. Ja, gut. So. Gute Evening. So, pass auf. Aber der hat das, ne? Ne. Doch, doch, da. Rabbit. So, hat er keinen. Warte mal. Was war da gerade? Ich habe da gerade irgendwas gesehen. Ja, alles gut. Lion. Coyote.
Ich will jetzt da. Kaufen wir mal hier. Es gibt nur einen. Aha, okay. Schmiede. Kaufen wir mal ein bisschen. Thanks for the business. Ja, Also thanks. wir schauen, was passiert. So, ich kann das. Okay. Cool. Habe ich eine Hundehütte? Und noch eine. Und okay, gut. Mal testen und messen. Quest abgeschlossen. Mal schauen, wenn ich die Hundehütte platziere. Aber wo platziere ich die? Wo platziere ich die Kackhütte? Draußen natürlich, ne? Okay, ich weiß nicht, schaut komplett anders aus. Wir müssen gucken. Ich weiß es echt nicht. Ich würde es vielleicht hier platzieren. Hier, ja. Schau, das Wasser spinnt auch jetzt wieder. Aber habe ich denn dafür Probleme? Oft, das hat irgendwas mit Reflexion zu tun. Zack. Jetzt habe ich sowas hier liegen. Was macht. Oh no, das ist kaputt! Droni, du Bastard! Wohin nehme ich da meine ganze Base vielleicht damit? Zack, jetzt ist wieder sowas. Wow! Hallo? Du bist mein Hund, aber warum ist da nichts gekommen? Hey, was geht? Was geht? Ja, ganz ein Lieber. Ja, du bist ein ganz ein Lieber. Schau, wie geil der ausschaut. Machst du auch was oder bleibst du immer nur stehen? Ich habe ein neues Haustier. Ich nenne dich jetzt Pepe. Du bist mein kleines Haustier. Geilo. Mein kleines Haus. Aber ich will gucken kurz. Ich habe hier noch was. Ah, Gott. Das lesen wir jetzt da wieder. So, jetzt habe ich das hier. Ich platziere dich hier. Warten Sie kurz. Hello, Baby. Er bewegt sich. Beweg dich auch. Los. Höher. Hü-Hotti. Auf ins gelobte Land. Aber was macht der? Der macht den Michael Jackson Moonwalk. Nicht ins Wasser, gell? Geh nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Upsi. Okay, alles cool. Er weiß nicht, wo der hingeht. Da brüttelt man vielleicht die ganze Base. Aber warum ist dann hier nichts gekommen? Hier geht das anscheinend nicht. Gut. Das mit den schwarzen Dingern da, das nervt mich aber auch dezent. Ich habe das immer bei den Reflexionen. Da, schau. Die Reflexionen, die hauen nicht hin.
Aber ich beobachte ja immer alles, die Temperaturen und so, alles gechillt. Also die Temperaturen sind es nicht. Ich glaube, das ist auch nur in dem Game so. Wo bist du hin? Wo willst du hin? Ich hab dich bezahlt, bleib hier. Du kommst nicht raus, du bist hier gefangen. Du bist hier gefangen, du kannst mehr. Ja, gute YouTuber, ich sage euch, was wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich werde jetzt hier noch richtig kräftig shoppen gehen und schauen, was die so haben. Ganz entspannt. Ganz gelernt. Und platzieren wir einfach alle Tiere hier. Komisch, dass die anderen Händler das nicht gehabt haben. Nicht, dass da irgendein Fehler ist. Die Händler sind wahrscheinlich eh schon wieder weg. Ach nee, oder wir haben die Straße echt kacke gebaut. Wir brauchen da noch irgendwas. Aber für den Only wäre das gut, weil er hat ja einen Käfig mit einem schlafenden Wolf drin. Und da könnte er sich jetzt mal so. Ich meine, der Wolf ist ja cool, ne? Der Wolf, der hat, das ist der Mulrich. Den darfst du nicht füttern. Aber da könnte er sich jetzt so einen Höllenhund reinstellen, ne? Das muss ich unbedingt sagen, dass das schmerzlich ist. Aber nur, wenn die Händler nicht weg sind. Ah. Sie sind also noch hier. Ja, guten Tag. Was hast du? Hast du auch sowas? Ja, du hast. Kojote. Wolf. Remember me if you need medical supplies. Surprise, surprise. Wolf haben wir schon. You're getting Gut. on my nerves, friend. Gut, gut, gut. Geilo, Milo. Geilo, geilo. Es ist halt mies, dass ich die alle da platziere, aber ich glaube, ich könnte sie auch töten. Da, super, mein Fahrzeug. So packen wir mich an. Wem interessiert es mich? Ich weiß nicht, warum ich das jetzt aufgemacht habe. Juckt nicht. Ich will das jetzt testen. Kojote und Wolf. Der Wolf interessiert mich sehr. Der Wolf interessiert mich sehr. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Wolf. Gut, ihr seid noch hier. Finde ich geil. So, was habe ich jetzt gekriegt? Wolf, 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 Wolf. Hey! Du schaust scheiße aus. Kojote, 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 Kojote. Habe ich halt die Viecher hier herumlaufen. Airdrop! Es landet ja gleich bei mir. Aber wieso macht sie nichts? Wenn ich den anschieße, attackiert er mich sicher. Jetzt habe ich hier die ganzen Viecher herumlaufen. Okay. Aber da, das hat hier nicht funktioniert. Das ist äußerst interessant. Merkwürdig, merkwürdig, sag ich Ihnen. Äußerst merkwürdig. Aber gut, YouTube, ich hole mir jetzt den Airdrop noch und wir beenden das Video hier. Ich hoffe, ich konnte dich einigermaßen unterhalten und ich hoffe, ich kann euch jetzt dann bald mal die neuen Zombies zeigen, die wir haben. Jetzt haben wir wenigstens Haustiere. Sind halt ein bisschen mies, wenn ich ehrlich bin. Weil die machen nichts. Die machen einfach nichts. Aber cool, jetzt habe ich da ein paar Viecher drin stehen. Ich lasse die jetzt auch stehen. Falls wir Besuch kriegen oder so. Seht ihr das gleich? Yay! Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, dass die anderen Händler das jetzt nicht hatten. Nur die, was ich platziert habe. Aber okay. Gut, was haben wir hier drin?
Ah, Ackerbau, ja, das ist natürlich interessant, weil das kann ich ruhig brauchen. Öffnen. Da drei von denen super nice. Yay. Achso, den Löwen. Das ist halt der Miezekatze, ne? Den haben wir noch nicht. Den haben wir noch. Den könnten wir auch noch schnell platzieren, ha? Ganz entspannt. So, warte, ich muss den aber drehen. Komm schon, komm schon. Wow! Yay! Den hätte ich woanders platzieren sollen. Jetzt steht er da drin. Wow! Yay! More time! Ey, geh weg mal. Komm, mach mal runter hier. Mach mal Runde. Mach mal irgendwas. Ach Gott. Es ist Mod Time. Heftig, heftig. Finde ich geil. Das war's. YouTube. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In Cyberdestroy. Ciao.